So, wunderschönen guten Morgen. Heute hoffentlich zum letzten Mal über das Internet meine Nachbarn, die so freundlich waren, uns hier auszuhelfen. Gut, wir waren zwischendurch auch im Urlaub. Heute soll der Techniker kommen, deswegen sollte mein Telefon gleich schellen, werde ich mal kurz pausieren müssen und gucken. Nicht wundern. Es soll heute aber auch kein langer Stream werden. Es geht heute einfach nur nochmal drum, zu sagen: So, Online-Liga, Saga, Season 3. Online natürlich in Anführungszeichen, weil der spielt ja schon in der Regel analog. Startet jetzt. Ich hatte zwar morgen den 15. angepeilt, aber natürlich, ich habe es bei Discord gestern schon geschrieben oder vorgestern, dass es losgeht. Offiziell jetzt war Zeitraum der 12. bis der 3.12.2023. Alles Spiele zählen und hier erfahrt ihr bei mir nochmal ganz kurz und schnell und knapp und bündig und hoffentlich ohne Internetstörung, was gemacht werden muss, wie es aussieht und ob es dann auch losgehen kann. Ich kann so viel schon mal sagen, die ersten Spiele sind schon eingetrudelt. Wird spannend dieses Jahr, hoffe ich. Aber durch, dass wir auch die Regeln etwas geändert haben. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Was müsst ihr machen, um teilzunehmen? Ich habe euch hier ein Reporting nochmal auf den Bildschirm geworfen, sozusagen. Das wäre das ideale Reporting, was ich mir wünschen würde. So kann ich es am besten verarbeiten. Ihr habt den Rumpelstilz 19, der hat die Wikinger gespielt, der hat gegen den Thomas K., der hat die Sachsen gespielt. Gewonnen haben die Sachsen. Ja, das war jetzt das Handy, aber das war noch nicht der gehoffte Anruf. Ich mache mal eben auf lautlos. Das Spiel fand in NRW statt. Das ist wirklich schön, wenn ihr mir das Bundesland dazu schreibt. Dann sieht man mal so ein bisschen, wo die Leute herkommen. Es wurden 6 Punkte gespielt. Das Szenario war Kampf der Kriegsherren. Das Szenario ist gar nicht so wichtig. Das haben wir bis jetzt auch bei den anderen Reportings war es nicht dabei. Das brauche ich auch nicht unbedingt. Das wäre der Idealfall. Wichtig ist hier natürlich, und ich sage es nochmal gerne, dass der Rumpelstilz 19 in allen weiteren Partien auch Rumpelstilz 19 heißt. Und nicht auf einmal Matthias W. und dann Henki Penki 25, sondern dass ihr bitte, wenn es geht, einheitlich bleibt. Sonst ist dieser eine Spieler Rumpelstilz 19 nur der Rumpelstilz 19 und der Matthias W. ist ein anderer Spieler. Das hatten wir in der letzten oder in der vorletzten Season. Das ist ein bisschen blöd. Wird das Ergebnis ein bisschen verfälschen. Aber das wäre das ideale Reporting. So hätte ich es gerne. Einfach mir schicken und dann verarbeite ich das. Ihr kriegt grundsätzlich immer eine Antwort. Vielleicht nicht mehr sofort, aber ihr kriegt immer eine Antwort, wenn ich es bei mir in meine Kladde eingetragen habe, aus der ich es dann weiterverarbeite, sodass ihr wisst, ich bin dran, ich habe es gemacht. Es gibt mal Tage, da bin ich nicht möglich, ist es mir nicht unbedingt möglich, dran zu sein, es zu machen, weil ich unterwegs bin. Vielleicht habe ich auch mal frei zwischendurch oder sitze eine längere Zeit beim Arzt oder sonstige Geschichten. Aber generell ist es halt so, dass ich da dran bin und ihr auch immer irgendeine Art und Weise ein Feedback bekommt. Und natürlich wird es auch wieder die Zwischenstände geben. Ich plane so Anfang September das erste, dann Anfang Oktober. Anfang ist immer relativ, gerade weil ich ja noch zur Messe Essen dieses Jahr muss. Und das ist ja dieses Jahr schon Anfang Oktober. Aber immer so um den Dreh, Anfang bis Mitte des Monats, gibt es ein Reporting von meiner Seite. Wie sieht es aus? Wie hat sich es verändert? Wie ist die Situation? Wo ihr reporten könnt, auf meinem Discord-Kanal. Link in der Videobeschreibung. Den packe ich nachher nochmal in die Videobeschreibung bei YouTube rein. Wenn jetzt jemand gerade hier online ist, der den Link gerne haben möchte, einfach rein in den Chat damit. Und ich schicke dann gerne den Link nochmal hier über den Chat. Das ist gar kein Problem. Dann habt ihr da den Link für. Da gibt es auch einen extra Reiter, dann Saga Liga, wo alle rein reporten können. Gar kein Problem. Oder eben per Mail an die bamh-tv@gmx.de, blogaboutmyhobbytv@gmx.de. Da gucke ich nicht so häufig rein, weil da generell nicht so viel kommt, aber gelegentlich gucke ich da doch mal rein. Deswegen kann es damit Antwort auch ein bisschen länger dauern. Müsste nachher auch mal gucken. Ich habe gar nicht mehr geguckt die letzten Wochen. Schauen wir mal. Genau, da geht's hin. Dauert so ein Reporting, dauert so in der Regel eine knappe Minute mit allem drum und dran. Das sollte jedem möglich sein, der einfach teilnehmen will. Und diese Teilnahme kostet euch ja auch nichts, außer Zeit, Spaß und mehr ist es nicht. Hier sind mal die Wertungen und auch die Sieger der letzten Season. Wir werden den besten Spieler, Spielerin werten. Das war letzte Saison der Red Freak 82. Die Person, die meisten Spiele gemacht hat, das war auch der Red Freak 82 letzte Season. Unerfolgreichsten Spieler, Spielerin, beziehungsweise
stets bemüht, nenne ich es auch gerne. Das war Baritorius Sora letzte Season. Meistgespielte Fraktion war Red Freak 82. Das heißt, wer die meisten verschiedenen Völker gespielt hat, das reicht eine Partie pro Volk. Jede Partie zählt. Und zwei glückliche aus den besten drei gespielten Fraktionen werden noch zwei Spieler gelost. Und die bekommen auch einen kleinen Preis plus Würfel. Für die anderen gibt es auch einen kleinen Preis plus Würfel plus Trophäe. Ich werde wieder ein bisschen was basteln hier. Drucken, basteln, wie auch immer. Dass ihr das im Endeffekt zusammen, dass ihr das dann bekommt, per Post geschickt oder persönlich übergeben, wenn man sich irgendwo sieht. Genau. Das sind so die Geschichten. Wegen Sponsoring, wer gerne zu den Preisen was beisteuern möchte oder so, vielleicht was über hat, kann sich gerne bei mir melden, komme ich später nochmal zu. Den ersten Sponsor haben wir auch schon, den Grisou76, der hat eine Figur, schmeißt er in den Topf, den werde ich wahrscheinlich bei den gelosten Teilnehmern. Und sollte ich sogar zu viele Preise für die ganzen Gewinner haben, dann werde ich die Glücklichen einfach noch aufstocken und noch ein paar Gewinner mehr dort losen. Wird auch live gezogen, hinter dann in der Liga-Zusammenfassung Anfang Dezember. Nur, dass ihr es schon mal gehört habt. Das sind die Kategorien, um die es so ein bisschen geht. Wie kann ich punkten? Ganz einfach, ich habe das Punktesystem für diese Liga mal testweise geändert. Und zwar wird es so aussehen, dass, wie ihr seht, für einen Sieg gibt es 3 Punkte, für einen Unentschieden gibt es 2 Punkte, für eine Niederlage. Weil, ja, ihr habt ja wenigstens teilgenommen und mitgemacht, gibt es 1 Punkt. Sollte es praktisch jemanden geben, der während des Spiels komplett abbricht, also keinen Bock mehr hat und sagt, ne, hab keinen Bock mehr weiter zu spielen, könnt ihr mir das vermerken, den würde ich dann tatsächlich auch mit 0 Punkten beehren. Ne? Weil so ab, man spielt schon zu Ende, denke ich, oder man rechnet das zumindest zu Ende durch. Ich finde, das gehört sich auch so ein bisschen, aber das überlasse ich euch. Die Option gibt es. Ich habe das einfach mal ein bisschen eingeführt, um es so ein bisschen spannender auch zu machen, um das Spielen generell auch so ein bisschen zu belohnen. Und für jede Partie mit einem gewissen Volk, die ich in der, bei der letzten Ankündigung für das, für die Liga ausgelost habe live, gibt es in dem passenden Monat noch einen Extrapunkt. Und für den August wäre das aus der Ära des Alexander, die Perser. Das heißt, wenn ihr diesen Monat mit Persern spielt, gibt es schon mal einen Punkt mehr. Jedes Mal. Im September wird es aus der Ära der Kreuzzüge der Ordensstaat sein. Im Oktober aus der Ära der Wikinger, die Normannen, Bretonen. Wurden mir so von jemandem, vielen Dank an Red Freak an der Stelle, der hat mir eine Liste von allen Völkern, die es gibt, mal geschickt. Im November aus der Ära des Hannibal, die Karthager. Und im Dezember aus der Ära der Wikinger normal, die Anglodänen. Dezember sind nur 3 Tage, ich weiß. Aber ich finde, das ist auch vollkommen okay. Zweimal dann Ära der Wikinger. Ich habe es gelost. Ära der Magie kam leider nicht vor bei der Auslosung. Ich weiß, ist nicht so super beliebt, immer die Ära der Magie, aber ich habe tatsächlich in unserem, in meinem Umfeld hier spielen sehr, sehr viele Ära der Magie. Und haben seit Pech gehabt dieses Jahr. Ich werde mal gucken, ob es bei der nächsten Season so eine gibt, wovon ich aber ausgehe, dann vielleicht diese Folge einfach mal rausnehmen aus dem Lostopf. Und dann neue Völkerlose. Ich weiß das noch nicht. Das ist aber dann Zukunftsmusik für nächstes Jahr. Überlege da auch so ein bisschen, vielleicht nächstes Jahr im Frühjahr gleich die Season 4 reinzuschieben und Kings of War dann in den Herbst, aber das weiß ich auch noch nicht so ganz genau. Das muss ich einfach mal ein bisschen gucken, wie ich es mache. Der Vorteil wäre bei Kings of War, dass man dann das Clash of Kings gut mitnehmen könnte. Aber wie gesagt, dieses Jahr jetzt erstmal Saga und erstmal jetzt im Herbst bis in den Frühwinter rein. Und ja, ihr seht, so kann man punkten. Ich hatte noch was mit Best Painted versucht, kommt auf den Bildern meistens aber nicht so gut durch und deswegen lasse ich das einfach. Und wie gesagt, egal wo ihr seid, wo ihr spielt, einfach reporten, seid auf dem Turnier, mit dem Veranstalter vielleicht mal sprechen, ob er mir eine Liste aller Spiele schickt. Ich will keine Adressen von euch, außer ihr habt was gewonnen, dann kriegt ihr das zugeschickt und danach kriegt ihr auch keine 20, kann auch schon mal weitermachen dazwischen, keine 20 Waschmaschinen danach von mir, eure Daten werden nicht weiterverkauft, tatsächlich sind mir die Daten noch relativ egal. Ich will euch einfach nur euren kleinen Preis zukommen lassen. Und wie gesagt, hier nochmal die Zusammenfassung. Die Liga startet jetzt. Ich nehme auch noch Spiele vom letzten Wochenende, vom 12. Ja, an. Wenn ihr noch irgendwie mich unterstützen wollt, ihr könnt das natürlich gerne, das Video gerne teilen. Natürlich auch eifrig klicken und auch bei YouTube kommentieren. Ihr könnt
Spielgruppen, Leute, die ihr kennt, die Saga spielen, bitte darauf aufmerksam machen. Das wäre eine ganz große Hilfe, weil je mehr Leute, umso mehr Spaß. Es muss auch nicht nur in Deutschland gespielt werden. Ich habe tatsächlich schon eine Partie aus der Schweiz. Anfragen oder wenn ihr was habt, mich unterstützen wollt, irgendwie einen Preis sponsern wollt, ihr habt irgendwo ein paar Figuren rumliegen oder ihr habt einen Drucker und wollt zwei, drei Figuren ausdrucken und in den Topf schmeißen, wie auch immer. Gerne via Discord an mich oder halt eben wieder über meine E-Mail-Adresse. Der Grisou76, vielen Dank nochmal, hat halt schon was in den Topf geworfen. Und ich habe auch noch einen reichhaltigen Fundus hier, so ist das nicht. Aber wenn jemand auch hier irgendwo namentlich verewigt werden möchte oder so, dann gerne, 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 gerne. Und mein Dank ist euch gewiss. Ja, und das war's dann auch an der Stelle von mir. Ich wünsche uns allen viel Spaß mit der Liga. Spielt fleißig, habt vor allen Dingen viel Spaß am Tisch. Denkt dran, jeder neue Spieler, der dazukommt, jeder neue Spieler, der rekrutiert wird, und das haben wir mit Saga wie auch mit Kings of War jetzt in den vergangenen Seasons immer gut geschafft, dass immer wieder mal ein, zwei neue Leute dazu kamen, ist ein Gewinn für alle. Und ja, von meiner Seite aus bleibt dann eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen, außer habt alle viel Spaß, bleibt gesund, genießt den Sommer, so er denn bei euch sommerlich ist. Bei uns war gestern Weltuntergang, heute ist es wieder schwül und drückend. Und dann, ja, viel Erfolg, viel Spaß, ich freue mich auf eure Ergebnisse und bis bald.